Enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Nicht. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Wie komme ich denn rüber, bitte? Das weiß ich. Ja, ja, ja. Nein. Du bleibst da. Ach nee, wir müssen erstmal das hier wegschießen. Ja, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber nicht einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Oh. Maybe. Das wird schon alles gut werden. Ach, heute ist so schönes Wetter gewesen. Ja, ja. Und ich habe den ganzen Tag drin verbracht. Wie sie es gehört für einen Gamer. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Oh, schön. Klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Wo kommen nochmal hier die Dingens raus? Die Cubes. Ja. Cubes, ne? Das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt. Achso, ja. Der Test ist jetzt wirklich pupulala. Verdammt. Warte mal, wenn, dann möchte ich ihn schon... Das ist Sparta. Ach ne, erstmal muss... Ich möchte ihn nämlich gerne mit dem Cube in seinem verdammten Bildschirm treffen. Ah, ist er da, ist er schon. So, bitte, 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 bitte. Und? Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin... Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Hm. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... Was ist sein Motiv? Macht? Keine Ahnung. Frauen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er das falsche Motiv. Das ist ein bisschen scheiße. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nicht. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Ach, warte mal. Yay! Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Ja, haha. Ja, haha. Thank you.
fahre. Ich glaube, ich habe verkackt. So. That's how I roll, bitch. Ah! Wo ist eigentlich der Knopf hierfür? Wo ist der verdammte Knopf? Achso. Alter. Ehrlich. Oh. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. So. Ja, ja, wir sind halt so gut, ne? Wir finden die Lösung. Wir haben es ja nicht schon mal gemacht oder so. Ach ja, schönes Wetter. Ich glaube, ich habe Hunger. Ja, das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn man Hunger hat, esst man was. Das ist nicht gut. Das glaube ich, müsste kacken. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Okay, das ist auch schon wieder ein schwieriger Test. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Wo ist der erste Knopf? Ah, da gibt's keinen ersten Knopf. Oh mein Gott. Das Loch zu treffen. Das sollte bis heute Abend gar kein Problem mehr sein. Verdammt. Okay. Jetzt schalte ich schon daran. Ach ja, wäre das doch. Aber ich bin froh, dass es so, nicht total leicht ist. Sonst wäre es ja auch total langweilig. Wie wär's denn, wenn ich mal. Ja. Gut, okay, das war jetzt ein bisschen schwieriger, der erste Schritt. Aber ich habe ihn immerhin irgendwann mal auch gelöst. So. Wir können ja kurz sehen. Wenn wir den Knopf drücken, ist das ein bisschen weiter runter. So. Erstmal müssen wir den Laser aufhalten. So, ein Laser Cube. Ist doch schön, oder? Aua.
jetzt stellen wir uns darauf. So. Zack. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir sind halt nicht so dumm, wie man denken mag. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ja. Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Ja. Ja, das ist natürlich sehr vom Nachteil, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wheatley, Wheatley, Wheatley. Wheatley. Nein. Das wäre. Der wäre jetzt wirklich klar. Ach, meine schöne Anlage. Ey, blöde Scheiße. Ey, blöde Scheiße. Ich trinke übrigens gerade Cola. Cola Light. Ich muss auf meine Figur. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Damit bewege ich dieses Ding. Okay. Gut zu wissen. Aus! Böse. Ich glaube... So. Achso. Na gut. So, damit machen wir den Laser kurz aus. Dann machen wir ihn wieder an. Woo! Kurz am Rücken kratzen. Aber der kann den Laser leider nicht rum. Dings. Ich mag's nicht, wenn er so an der Ecke steht. Da steht sogar noch ein Ausrufezeichen. Weißt du, wie dumm wir eigentlich sind? So ziemlich dumm. Nein, 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 nein! Ich glaube, es ist mein dritter Tod mittlerweile. Scheiße. So, okay, wir müssen zwar rüber.